Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer wahnsinnig lustigen Zugfahrt hier im Factorio Multiplayer mit dem Raven. Hallo. Hallöchen. Und der Kampfratter, hallo. Hallihallo. Der Raven ist heute der Zugführer, denn er hat hier was zusammengeklüppelt, was jetzt fertig ist. Also Raven, lass, gib Gas. Hau raus. Okay, und los geht's. Mal gucken, wo das ganze Ding hier hinfährt. Das ist hier spezial. Ist eng bei dir? Nee, geht eigentlich. Ich fühle mich ganz schön wohl hier zwischen den ganzen Klamotten. Ich kuschel gerade mit den Robis. Ah, okay. Deine Lieblinge. Ja, meine Freunde. Eigentlich habe ich ja nur rumgebastelt. Die ganze Zeit. Ja, genau. Auch basteln. Meinst du, wir machen da unten was anderes? So. Ja? Das heißt, die laden. Nein! Was? Die haben hier Kupfer eingeladen. Das ist das Inventar voll. So, die laden hier aus. Also ich finde diesen Trick, von den Lumatan gezeigt hat, hier, wie man die Zufuhr. Raven, was hättest du denn davon gehalten, wenn du hier die passive Anbieterkiste für Roboter begrenzt, dass sie nicht voll mit Robotern ist? Ja, ich habe mich schon gewundert, warum die da so viel eingeladen haben. Und die Reparatur geht's auch. Ah, schön. Was wäre Factorio ohne Fails? Ach ja. Aber die andere, die ist begrenzt. Ah, Laser Channel vielleicht nochmal einen reinpacken. Oh, wer kommt denn hier? Was, das sind meine? Wo kommt ihr denn her, ihr Pisser? Warte, das regeln wir anders hier. Weil da ein paar Masken kaputt waren. Hey! Nix da. Die haben es nicht verdient. Ja, Oh, schön. Jetzt fahren wir mit dem Zug vor. Ja, der Zug, der muss wieder weiterfahren. Automatik mach ich mal. Eigentlich war der noch auf Automatik eingestimmt. Ja, halt mal an. Gehen wir oder fahren wir mit dem nächsten? Wir fahren mit dem nächsten. Ja, okay. Hallo. Metro, Mini-Metro. Yay! Die sind echt schnell voll, die Waggons. Das ist nice, ne? Ja. Also so Stapelknie ist, die gehen schon ab. Das muss man schon sagen. So, auf geht's. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist schön. Da. Und dieser Versorgungszug, der fährt jetzt alle Posten ab, oder ist das... Nö. Das ist der erste. Noch nicht. Okay. Kommt noch nicht. Ich habe ja erst eine Mauer gezogen, habe dann versucht... den noch mit normaler Munition zu versorgen. Ah, da sind wieder die ganzen Robis rausgehüpft, hat das gesehen? Mhm. Da oben der Kreisverkehr, der ist schon wieder irgendwas im Eimer, das passt nicht so ganz. Man, Leute, wenn ihr Außenposten baut, lasst die normale Munition einfach weg. Und wir haben eigentlich nur noch Laser gemacht. So, was ist denn hier jetzt schon wieder im Eimer? Das kann ja auch nicht sein. Strom schon wieder. Immer der Strom. Die gehen immer auf die Masten, die Drecksäcke. Sollen wir hier einfach mal Lasertürme, den ganzen Kreisverkehr voll mit Lasertürmen klatschen? Nee, ich wollte ja dann noch Mauern ziehen. Ich habe ja da die erste schon gezogen. Die schützt dann die Außenposten zumindest von oben auf. Nächste Mauer. Oh, die hört schwierig. Das ist ja gar kein Wasser. Ich meine ja hier unseren Spezialkreisverkehr. Habe ich eine bessere Idee. Viel hilft viel, oder wie? Viel hilft immer viel. Da kommt wieder ein Angriff. Ah ja, da können wir direkt mal gucken. Okay, komm, Kampfratte, wir gehen mal einen Meter zurück. Oh, ja. Hey, Raven, guck dir das Spektakel von hier an. So will ich das sehen. Sehr schön, guck. Perfekt. Ja, oh, nice. Achtung. Richtig, haben die echt was beschädigt bekommen? Ja, der eine hat einmal gespuckt. Einmal hat er gespuckt. Ja, wir hatten ja letztes Mal auch den Plan, einen zweiten Bahnhof zu bauen. Ich habe mir so überlegt, wir könnten den hier hinbauen. Benni, quasi, wir erweitern die Mauer hier ein Stück nach rechts. Wir machen so eine Ausbuchtung dran. Ne? Hier ungefähr, dass wir hier oberhalb von dem Wasser nochmal den Bahnhof haben. Dann sind wir direkt hier am Kupfer. Können auch das Eisen hier irgendwo durchlegen.
Und hätten hier auch einen Anschluss an den Kreisverkehr. Dann würden wir uns einfach mal einen Landfillhaufen holen und hier mal eben die Ecke ein bisschen wegfillen. Hatte ich schon mal angefangen. Ja, willst du das wegfillen oder einfach nur zwei Linien machen für die Gleise? Naja, ich würde zumindest die Ecke hier wegfillen. Dann haben wir da auch keine Probleme im Fließband und so. Haben wir da ein bisschen Platz. Die Mauer ist ja eh hier angeschlagen. Das heißt, wir können die hier oben einfach... Ich weiß nicht, wie hoch wir gehen. Ein bisschen höher vielleicht noch. Oder lieber ein bisschen mehr Platz als hinterher zu wenig. Ist auch doof. So, erstmal ein bisschen Scheiß auf Umwelt hier. Ah, guck. Jawohl. Hätte ich jetzt gesagt, gehen wir einfach hier rüber. Bis fast an die Schienen. Und dann gehen wir hier runter. Und dann haben wir hier unseren schönen großen Fleck. Einen schönen großen Bahnhof. Lass mich raten, du hast Landfill angefordert und bist weggerannt, weil jetzt hier alles voller Rubis mit Landfill ist, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Du musst auch warten, bis du das Scheißzeug kriegst. Der Benny. Wie sagt man, ein Unikat? Der Benny ist ein Unikat. Den gibt's nur einmal. Das sage ich jetzt lieber nicht. Ich hatte gerade so einen schönen fiesen Spruch aus. In meinen Gedanken. Das kann ich ihm nicht antun. Oh, jetzt werden hier Feindseligkeiten vermeidet. Nein. Aber bei solchen Vorlagen. Okay, Landfill alle. Passt. So, dann können wir hier runter. Du kannst ja den Kreisel gerade verwenden, oder? Für was? Bahnhof? Den Anschluss. Ja. Ja, das wollte ich. Hatte ich vor. Dann gehen wir hier direkt rüber. Mal erst noch ein Stück vor. So, dann können wir da nämlich die Mauer durchziehen. Dann machen wir hier den Bahnhof. Quasi die Einfahrten, die Ausfahrt. Und hier keine Schienen mehr. Verdammt. Warte. Warte. Wie viel hast du? Danke. So. Sieht doch schon mal gut aus, hä? So, würde ich aber sagen, machen wir hier direkt ein bisschen mehr Platz. Gescheite Ausladung. Gescheite Ausladung machen können, oder? Warte mal, wie viel haben wir da oben am Platz? Warte, kann ich das von hier messen? 1, 2, 3 Schienenbreiten. Okay, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4 Schienenbreiten. Okay, das ist gut. Haben wir schon mal mehr Platz. Nicht, dass dahinter wieder Problemchen gibt. So, ich würde sagen, wir bauen den erstmal so und dann können wir den nach oben noch erweitern. Oder? Ja. Sagt der Chef dazu. Weiß nicht, ist nicht da. Chef! Ich! Wow. Mal ein paar Mauern holen. Oder hast du noch genug Mauern? Bestimmt nicht. Dann hole ich mal eine Ladung.
Wollen wir da eigentlich überhaupt noch mit Munitionsverteidigung arbeiten? Wieso stehen denn die Züge? Ja, wir müssen das Band eh durchlegen. Warum stehen die Züge? Hängen die am Laserturm fest? Was ist hier los? Was ist hier los? Ah, dieser eine Kreisel. Wer wird denn hier am Kreisel rumgefuscht? Lass mich raten, irgendeiner hatte die Idee, die Anschlüsse wegzumachen, oder? Ich weiß nicht, wovon du redest. Bist du dir sicher, dass du nicht weißt, wovon ich rede? Ja, irgendwie schon. Also wenn du das so machst, dann hättest du auch einfach zwei Kurven hinmachen können. Ja, theoretisch schon. Ich beweise, dass ich das war. Naja, der Benny und ich waren hier unten, du da oben und auf einmal funktioniert's nicht mehr. Und fragt auch noch ganz scheinheilig, warum stehen denn die Züge? Als ob er es nicht genau wusste, so verdammt. Ich war's. Unschuldig. Ja, wenn wir hier die Mauern wegbauen, dann haben wir ja genug Mauern. Raven, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, vergiss es. Ja, Mauern habe ich jetzt auch genug dabei. Passt. Du kannst es gerne schon mal abbauen, damit wir die Geschütztürme haben. Die Geschütztürme habe ich eh in Massen. Ich bin noch am überlegen, ob wir hier einfach nur Lasertürme machen oder ob wir wirklich auch... Eigentlich reichen Lasertürme, oder? Brauchen wir auch nicht noch Fließband zu legen? Komm, wir machen nur Lasertürme. Das sind ja jetzt nur Geschütztürme. Der Benny ignoriert mich einfach. Ja, klar. Warum machst du das? Weil ich schon die Blaupause in der Hand hatte und nur noch klicken musste. Ich hatte sie auch schon in der Hand. Ich habe wenigstens noch die mit Lasertürmen drin. Mach. Muss bauen. Mach. Mach. Voll unfreundlich heute alle zu mir. Was ist denn los? Hast du verdient. Warum werde ich denn wieder gemobbt hier? Was will denn da? Nicht fair, okay? Echt nicht fair. Doch, finde ich schon. Nein. Jo. Warum sagst du ja? Ist okay. Ist nicht okay. Ist okay für mich. Kommst du mit klar, ja? Muss ich keine Träne verdrücken. Werden die Roboports eigentlich automatisch gebaut bestimmt, oder? Ja. Gehe ich von aus. Also ja, ich glaube ja. So. Ich klemme jetzt mal kurz weg. Jetzt ist bestimmt gleich der Strom weg von der halben Basis. Könnte passieren. Zumindest von den kompletten Außenposten, weil hier nämlich der lange Dings dran geht. Oh, warte. Boah, scheiße. Was? Der Strom. Was? Der Strom. Ernsthaft? Wie der Schau Strom? Schau dir den Strom an. Und die Lasertürme schießen nicht. Doch klar, die fahren gerade wieder runter. Jetzt fahren sie wieder hoch. Kann es sein, dass gerade irgendeiner viele, viele Roboter aktiviert hat? Ja. Ja, weil die Robo-Hangar sind gerade über die Lasertürme geschossen. Alter. Ja, ich habe meine 1000 Landfill gekriegt, die ich angefordert hatte. Ah, ihr mit eurem Anfordern, ey.
In der Zeit, wo ihr da rumrennt, hätte er locker zur Kiste rennen können und einfach was nehmen können. Dems. Ihr habt nicht zufällig auch ein Kohlefeld gesehen? Ein Kohlefeld? Warum? Vorhin ist eins vorbeigerannt. Warum kommt zu wenig Kohle? Ja. Ich hab vorhin schon mal aufgerüstet, aber vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter aufrüsten. Im Kohle-AP. Der ist noch nicht voll ausgebaut, deswegen. Also da fehlen noch einige Förderer. Vielleicht kommt deswegen auch noch zu wenig. Weil die ganzen Reserven schon fast weg sind. Okay, das ist natürlich doof. So, Schlogistik haben wir jetzt auch hier. Oh nein, jetzt hat er das verbunden hier, so eine Scheiße. Nein, nein, nein. Ihr habt ja auch aufgemacht. Der Benny wieder. Gut, er hier wieder rumfillen. Hammer. Ein Fail brauchen wir doch in der Folge. Hat der Raven noch heute schon gebracht oder nicht? Wer hat denn vorhin den Kreisverkehr umgebaut? Ich hab den Verfolgen umgebaut. Was? Das kann nicht sein. Verfolgen umgebaut. Das kann nicht sein. Da ist nie was geschehen. Das kann nicht sein. Den hast du gerade so umgebaut. Der sieht so behindert aus, ja? Der sieht echt Es ist so ein richtiger Kreisverkehr, so ein Krüppelkreisverkehr. Da fehlt einfach alles. Was? Hast du was gegen Kreise mit Behinderung? Nein. So, ich habe jetzt nochmal hier unser riesiges Kohlewerk hier unten mit angeschlossen. Okay. Das täuscht aber nicht drüber hinweg, dass wir schleunigst irgendwie mehr Kohle brauchen. Uns verbessern müssen. Ich sag mal so, sobald der Zug da war, kommt genug Kohle. Das Band ist komplett gefüllt, aber. Nur beim Bahnhof. Nicht wenn es zu den Kraftwerken geht, da sind zu viele Abzweigungen. Ja gut, aber das ist dadurch, dass es ab und zu immer abschmiert. Wenn das dauerhaft so laufen würde, wird sich das alles wieder stauen. Und wenn ihr nicht 80... Achso. Hä? Was tust du hier, Raven? Warum machst du da Anforderungskisten hin? Jetzt fliegen hier wieder Robis im Kreis, weil wir Anbieterkisten von Kohle haben. Ja, ich hab... weil so viel Kohle im Lagerbereich war, habe ich zwei Anforderungskisten hingestellt, die das Schließband beladen. Kann ja nicht wissen, dass ihr da irgendwo Anbieterkisten. Ja, wir brauchen vor ja X-Folgen wurde es genannt. Genau, vor 1000 Folgen habe ich es gesagt. Ja, dabei, da die Kisten, die stehen schon seit fast Beginn da. Also. Wir haben eigentlich von allem haben wir Anbieter. Was ist eigentlich mit dem Stahlpass? Ach, Scheibenkleister, Eisen. Was? Ja, beim Stahl kommt ja auch nichts mehr durch. Ja, Erz. Eisenerz. Ja. Wir müssen nur hier nochmal eine Abzweigung reinbasteln. Ja, es ist halt nicht so einfach. Wa? Ist halt alles kompliziert. Das ist einfach alles Lumatan. Nein. Das unterbitte ich mir ja, solche Anschuldigungen hier einfach in den Raum zu stellen, das geht nicht. Ich unterstütze den Antrag von Becken. Nein, das geht auch nicht. Ich verbitte mir sowas. Zwei gegen einen? Nein, das zählt nicht. Das ist Demokratie. Das zählt nicht.
Nein, heutzutage wird Demokratie anders bewertet. Heutzutage ist Demokratie, wenn man einen Anführer gewählt hat und der alles entscheidet. Das ist dann Demokratie. Demodaktur oder wie? Ja, früher nannte man das Diktatur, heute ist es Demokratie. Nur, dass es nicht ein Anführer ist, sondern eine Partei. Die meisten Diktatoren sind auch gewählt. Ja. Okay, Wahlbetrug und so. Aber interessiert ja nicht. Ach ja. So, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge. Was schon? Ja. Das Leben ist hart. Und dann müssen wir in der nächsten Folge erstmal Kohle organisieren, oder wie ist das? Sonst kackt uns hier alles ab, hä? Wir sollten zumindest uns nicht zu viel Zeit lassen. Ja, was haben wir denn hier? Wo? Ein Kohlefeld. Müssen wir nur die Mauer so ein bisschen ausbuchten, dass wir da drankommen. Aber das können wir machen. Du hast ja gerade die Blaupause. Ja, dann würde ich sagen, das zappen wir direkt an. Können es vielleicht auch gleich links rüberlegen, oder? Ja, würde ich sagen, direkt. Gar nicht lang rumfriemeln. Okay. In der nächsten Folge. Also, Freunde, macht's gut, haut rein. Wer hat das letzte Wort? Raven. Der Raven. Kommt wieder? Nee, der Benny. Ich hab vorhin das letzte Wort gehabt. Ja. Sagen wir der Dumatan. Genau, der Dumatan. Demokratisch haben wir beide diktatorisch entschieden. Wie hast du gesagt? Diktokratisch? Diktokratisch. Diktokratisch. ja, das letzte Wort. Ist diktokratisch. Ist wie nochmal? Diktokratisch. Dikto? Oder Dikro? Nee, Dikto. Nee, was sag nochmal? Diktokratisch. Ich kann das nicht aussprechen. So, mit diesem Wort auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.